Ihr wollt was Süßes snacken? Dann habe ich jetzt eine ganz wilde Mischung für euch. Und zwar die Rocky Road Bars. Das sind praktisch Riegel für unterwegs, wenn man auf einem steinigen Weg ist. Also sie stammen aus der Gründerzeit Australiens. Und da sind ganz viele gute Sachen drin. Zum Beispiel Nüsse und Marshmallows und natürlich auch Schokolade. Ja, diese Zutaten braucht man dafür. Walnüsse, Mini-Marshmallows, Kakaonips, Pistazien, Zucker, Butter, Haselnüsse sowie Vollmilch und Zartbitterkuvertüre. Los geht's bei den Riegeln mit den Nüssen. Ja, Nüsse sind ganz wichtig, sind Energielieferanten und haben natürlich auch gesunde Fette. Und ich werde meine Nüsse ein bisschen anrösten. Und dann noch Pistazien. Da nehme ich nicht alle, ich lasse mir ein paar über, damit man die später oben drauf streuen kann. Dann hat man nämlich noch was fürs Auge. Ich röste die Nüsse nur ganz leicht an, dann entfalten sie ihr volles Aroma. So, jetzt fängt es an zu duften. Das heißt, lieber runternehmen, weil sonst wird es bitter. Man sieht jetzt auch, bei einigen sind dann schon so Röststellen zu sehen. Das ist genau richtig. Dann kann man es vorher ausmachen. Ich finde, Nüsse duften ja wahnsinnig gut, wenn sie geröstet sind. Da bekommt man ja auch gleich Appetit drauf. Und bei der Walnuss ist es natürlich klar, wofür ist sie gut? Fürs Gehirn. Denn wenn man die Nuss öffnet, die sieht ja wirklich aus wie ein Gehirn. Und da sind wahnsinnig viele gute Fette drin. Und sie ist einfach gesund für den ganzen Körper, aber besonders fürs Köpfchen. Ach toll, Nüsse sind was Feines. So, die können jetzt kurz abkühlen. Als nächstes werde ich ein bisschen Zucker schmelzen. Da mache ich mir ein leichtes Karamell, da werde ich die Nüsse drin schwenken. Auch die Karamellproduktion geht ratzfatz. Einfach nur Zucker schmelzen. Das geht am besten in einer breiten Pfanne. So, wenn das Karamell eine tolle Farbe bekommen hat, so wie bei mir hier so ein schönes Gold, dann gebe ich die Nüsse dazu. Gut umrühren, damit alle Nüsse etwas von dem köstlichen Karamell abbekommen. Das Ganze gebe ich jetzt aufs Backpapier, damit es ein bisschen auskühlen kann. Mmh. Ach, lecker. Dann geht's auch schon weiter mit der Schokolade, denn die wird jetzt geschmolzen. Natürlich im Wasserbad, damit nichts anbrennt. Ich mische dabei übrigens Vollmilch und Zartbitterschokolade. Das finde ich am leckersten. Aber das kann natürlich jeder machen, wie es ihm schmeckt. Die Rocky Road Riegel sollen ja nicht nur gesund sein, die sollen ja auch schmecken. Da hatten es die Europäer damals nicht so leicht, ne, mit ihren Riegeln. Die kamen mit dem Schiff nach Australien, wollten ihre Süßigkeiten da feilbieten und verkaufen und mussten vom Hafen zu den Ortschaften eine wahnsinnig steinige Straße irgendwie langfahren. Und den Namen haben sie halt von dieser steinigen Handelsstraße. Jetzt gebe ich Kakaonips dazu. Das sind Stückchen von rohen Kakaobohnen, also Schokolade in seiner natürlichsten Form. Das Ganze muss jetzt hier ein bisschen schmelzen, also gut rühren. Ach, köstlich. Ich freue mich auch schon auf meinen Gast, Jasmina aus Hamburg. Mit ihr werde ich auch was ganz Köstliches machen. Und zwar hat sie so ein Brot, was sie unterwegs gerne isst. Ein Zupfbrot mit Pflaumen. Ach, Pflaumen sind auch was Feines. Diese feine Schokoladensuppe könnte ich aber auch so wegschlürfen. Die Rechteckform lege ich mit Folie aus, sonst kleben die Riegel nachher fest. So, und da kommt jetzt gleich diese ganze Mischung rein. Und zwar gebe ich jetzt in die Schokolade noch meine Nüsse. Die kleben ein bisschen zusammen, kann ich aber ganz einfach in die flüssige Schokolade bröseln. Je besser ich die karamellisierten Nüsse wieder trenne, desto mehr Schokolade passt dazwischen. Schon köstlich aus. Jetzt gebe ich hier noch eine Prise Salz dazu. Und jetzt kommen hier auch noch Marshmallows rein. Und zwar diese Mini-Marshmallows. So. Wenn alles so richtig schön eingecremt ist mit der Schokolade, dann gebe ich das Ganze in meine Form.
So, ich drücke mir das Ganze jetzt noch ein bisschen hier in die Form rein. Auch schön in die Ecken, dass man es später auch gut schneiden kann. Und jetzt gebe ich oben noch Marshmallows drauf. Und ich werde mir jetzt auch noch ein paar Pistazien hacken. So. So, fertig ist meine Rocky Road Masse. Es sind ja noch keine Riegel, dazu werden sie erst noch geschnitten. Jetzt können sie aber abkühlen. Jetzt zeige ich euch meinen Lieblingstee für unterwegs. Der ist ganz schnell gemacht. Und zwar sind hier Äpfel und Beeren drin. Die habe ich ein bisschen gewürzt mit Zimt und mit Rum. Ich gebe einfach nur ein paar Stückchen davon in die Thermoskanne. Heißes Wasser drauf, fertig ist der Tee. Der ist heiß, der ist dampfend, der ist köstlich. Ach, es duftet auch nach Nelken. Also dieses Teerezept ist toll. Wenn ihr es nachmachen wollt, das Rezept dafür findet ihr auf sixth.de. So, und wie sieht's hier aus? Ach, das ist schon kalt. Perfekt, dann kann man das Ganze jetzt rausholen. Das geht natürlich leicht dank Folie. So. Jetzt muss ich nur noch Riegel in der richtigen Größe abschneiden und dann Snack-Attack. Die probiere ich jetzt auch einfach mal. Karamellnüsse, was gibt's Besseres? Mm. Und Schokolade. Mmh. Köstlich. Da hat man eigentlich alles drin. Nüsse, Marshmallows und Schokolade. Hier ist man auch gleich satt. Ha. Mit meinen Rocky Road Riegeln muss ich unterwegs nie wieder hungern. Die Schokoladen-Nuss-Marshmallow-Riegel geben mir sofort Power und sind einfach nur köstlich.